Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 21 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid, Leute. Als allererst sorry für die Verspätung, Leute. Ich nehme das Video kurz vor 17 Uhr auf. Das wird, denke ich mal, auch so um den Dreh kommen. Sorry für die etwas große Verspätung heute. Ich hatte ziemlich viel Stress mit der Schule, viele Aufgaben gemacht und so. Deshalb kommt die Folge heute etwas später online. Genau, Leute. Ich würde sagen, wir trainieren mal kurz den Spielboost. Spielboost. Von Robert Lewandowski, sehr nice. Really nice. So, haben wir 114. Nein, war auch irgendwie klar. Huch. Wir gehen rein ins Totti-Event, Leute. Denn da kann ich erst nochmal kurz ein paar Skillspiele spielen. Aber dann kann ich heute den letzten Punkt freischalten bis Messi. Sagt man das so, Leute? Ich glaube schon, oder? Da bin ich gerade wieder lost. Bin ich hier wieder lost unterwegs? Ich glaube, das müsste man doch so sagen. Also halt den vorletzten Punkt, so besser gesagt, also wir holen uns heute den vorletzten Punkt für Messi, Leute, und dann fehlen knapp nur noch 700 bis Lionel Messi, Leute, und dann auch bald Robert Lewandowski, Leute, der GOAT ist dann auch bald am Start, the real GOAT. So, mal gucken, 850, zack, hier, ganz genau, Leute, hier 420 Angreifer-Boosts, die schmecken auf jeden Fall. Ja, Leute, und jetzt ist es nicht mehr weit bis Robert Lewandowski, Leute. 650 nur noch, dann ist er am Start. Dann ist der Messi am Start. Habe ich gerade eben Robert Lewandowski gesagt? Dann ist Messi am Start. Lul. Das wollte ich eigentlich sagen. Wie viel kostet die hier? 400? Nee, Leute, ich gebe nichts mehr aus. Ich gebe nichts mehr aus. Und wir können keinen Skillboost verbessern. Ja, Moinski, ey, danke. Danke für nichts, ey. Danke für nichts. Bin auf Platz 5. Bin auf Platz 5. Platz Nummer 5. Fumfi Mumfi. Ist der O. Ja, moin. Einfach nur O. Einfach nur O, Leute. Jawohl, da ist der Kollege. Der Kollege. 113 hat er. Mit den Vorteilspunkten können wir uns auch dann bald die 114er holen. Und durch die Ränge, die 115er, Leute. Das werde ich aber alles... Weil er hat Vidic, er hat Vidic. Das muss ich kurz sagen. Huch. Das werden wir aber alles in einem privaten Video, also in einem anderen Video machen. Versteht sich. So, zack. Er hat Vidic drin, Leute. Es wird schwer. Es wird maximal schwer. Jawohl, 1-0. Also 15 Tore. Uff, Allah. 15 Tore, uff, Allah. 2-0 Müller. Wichtig. Wichtig für Selbstvertrauen. Vidic. Da ist Vidic. Aber da ist Lewandowski, der Weltfußballer. 3-0. Bailey, komm. Bailey Müller, 4-0. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Morgens auch DFB-Pokal. Ja gut. Eigentlich, ich hätte es eigentlich lieber nicht erwähnen sollen, denn jetzt kommt der Schmerz wieder, Leute. Jetzt kommt der Schmerz wieder. Ich hätte einfach meinen Mund halten sollen und an was anderes denken sollen. Stattdessen ist der Schmerz jetzt wieder da, Leute. Und alle Bayern-Fans, die wissen, was ich meine. Huch. So, Bailey. Rein damit. Und Bailey, nein, nein. Bailey, Junge. Bailey, Bailey. Komm, Bailey, komm. Vorbei ein Vidic. Bailey, ja, wichtig. 6-0. Wichtig, wichtig, wichtig. Komm, Gnabry, weg. Weg damit. Bailey, komm. Bailey, zack. Vorbei. Und, jawohl. Leute, ich wollte auch noch die Info geben. Pack Opener wird es auch, denke ich mal, morgen, morgen. Oder ich nehme vielleicht heute nochmal eine Folge aus, wenn ich Zeit finde. Denn in Pack Opener werde ich ein neues Format starten. Da hatte mir der gute René aus meiner Liga, Renial heißt er, hat mir da den Hinweis oder einen Tipp gegeben. Ich werde, also nicht immer, aber ich werde so ein paar Folgen da immer machen, so in der Woche oder, ja, mal schauen, wie oft ich das bringe, wo ihr mir eure Packs sendet. Also ihr nehmt dann ein Video auf, sagt, macht es ohne Ton, sondern filmt nur eure Packs, die ihr habt. Also ihr könnt ordentlich Packs dann aufbewahren, sparen und ihr filmt das dann und schickt mir das dann per WhatsApp oder Instagram. Kommt auf an halt. Und dann mache ich ein Video darüber, Leute. Oder reacte sozusagen darauf. Das ist dann wie Teams bewerten in FIFA Mobile. Halt nicht so jetzt Teams bewerten in FIFA Mobile, sondern halt eben Packs bewerten. Pack Opener, Leute. Das ist eine richtig geile Idee. Und da hat der René, der auch die Idee hatte, nochmal kurz raus an René. Der hat mir da schon seine Packs zugeschickt. Und da werde ich jetzt ein Video noch aufnehmen.
dazu halt kommentieren, Leute. Ich habe mir das Video noch nicht angeguckt. Ich weiß nicht, welche Packs er gezogen hat. Oder besser gesagt, was er für Spieler gezogen hat. Das werde ich dann alles dann zusammen mit euch im Video reacten. Das werde ich auf jeden Fall aufnehmen, Leute. Darauf habe ich mega Bock. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, schreibt es unbedingt in die Kommentare rein. Und ihr könnt alle mitmachen, Leute. Ihr könnt mir gerne, wie gesagt, eure Packs dann schicken. Halt, wie gesagt, ihr müsst aufnehmen. Eure Packs, die Packs aufnehmen und mir es dann per Instagram oder WhatsApp schicken. Und dann reagiere ich, sage ich mal, da drauf oder bewerte sie, wie auch immer ihr es nennen wollt, Leute. Normales Pack-Opener wird natürlich auch kommen. Ich sag mal nur so, mein Team ist ziemlich geil geworden. Ich habe in den letzten Tagen sehr, sehr viel gespielt und es ist ziemlich nice. Da aber dann in der nächsten Folge vom Pack-Opener, Leute, schaltet auf jeden Fall da auch unbedingt ein. Ja, Leute, das war jetzt genug Rumgeschwafel hier. Das soll es gewesen sein mit dem FIFA Moa Video. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne Like und natürlich Abo da lassen, um keine weiteren Videos hier mehr auf diesem Kanal zu verpassen. Ein Abo kostet euch nichts und dauert nur 2 Sekunden, Leute. Also ist doch easy peasy. Rein da, wer es noch nicht gemacht hat, würde mich natürlich sehr, sehr supporten, Leute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. FIFA Moa, ganz klar, wie immer, jeden Tag. Und auch, denke ich mal, Pack Opener, Leute. Wir sehen uns dann. Bis dahin, haut rein und ciao.